Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer CME-Fortbildung mit Livestream von ZWP Online. Mein Name ist Ulrich Volz. Ich habe die letzten 17 Jahre 18.000 Keramikimplantate gesetzt und wir streamen heute aus der Swiss Bioherzklinik in Kreuzlingen in der Schweiz, einer Spezialklinik für biologische Medizin und Zahnmedizin. Ich werde Ihnen ganz kurz den Fall präsentieren, den wir heute teiloperieren. Das ist die Gesamtplanung, wie das bei uns aussieht. Da sind sogenannte ischämische Osteonekrosen noch im Weisheitszahnareal. Wir haben wurzelbehandelte Zähne, die noch rauskommen und ersetzt werden durch Keramikimplantate. Hellblau sind die Provisorien, weiß sind finale Keramikinlesen. Was wir heute eben machen in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung steht, die Sofortimplantation von Zahn 2.1, den wir durch ein Sofortimplantat ersetzen, und wir sehen, das ist eine sehr schöne, sehr sichere Situation. Trotzdem immer sehr interessant und wichtig für Kollegen, um einfach zu sehen, dass gerade im Frontzahnbereich das sehr, sehr gut funktioniert und man da keine Sorgen haben muss. Wir haben schon anästhesiert und werden jetzt direkt in medias res gehen und starten. Wir müssen noch auf der Rückseite eine Verblockung entfernen, die angebracht wurde, weil der Zahn frakturiert war. Und das entfernen wir eben noch. Und werden hier mit mehreren Kameras übertragen. So, dann gerade etwas öffnen. Wir haben einmal die Kamera hier aus der OP-Lampe und dann können wir die andere auch noch dazu schalten. Die kommt dann aus meiner Brille. So, gut, dann entfernen wir eben mal die Verblockung. Damit ihr dann den Zahn problemlos auch rausbekommen. Ja, wir sehen, ist die Gingiva auch ein bisschen entzündet. Man konnte jetzt gerade sehen, dass sich der Zahn schon ein bisschen bewegt. Von daher können wir schon mit der Extraktion dann gleich starten. Machen Sulkusrandschnitt ganz präzise mit einem ganz feinen Rabenschnabel, Skalpell. Wir haben im Vorfeld zwei Werte getestet bei der Patientin, LDL. Ein Maß für die Entzündungsbereitschaft des Patienten sollte mindestens unter 1,4 sein, besser unter 1, naja, da sehen wir, das war die Fraktur, die hier verklebt worden war, besser unter 1,2. Die Patientin liegt genau bei 1,2, also sehr gut. Das heißt, wir haben hier null Risiko für Entzündungsbereitschaft. Der zweite Wert, der getestet wurde, ist Vitamin D3. Vitamin D3 ist ein Maß für ein starkes Immunsystem und für die Fähigkeit, Knochen bilden zu können. Denn so wie man, wenn man ein Haus baut, Steine und Mörtel braucht, so brauchen wir, um Knochen bilden zu können, Vitamin D3, K2 und Mineralien. So, Zahn ist draußen. Jetzt werden wir kurz einmal kontrollieren, dass unten alles sauber ist. Jawohl, wunderbar. Und Vitamin D3 sollte eben zwischen 70 und 100 liegen.
liegt hier noch ein bisschen zu nieder. Das heißt, wir werden die Patientin ein bisschen über 40. Wir werden die Patientin dann noch etwas substituieren. Vitamin D3, das wichtigste Hormon in unserem Körper, steuert 1000 Genprozesse. Ist für die Resorption von Kalzium und Phosphor im Darm zuständig, für die Rückresorption in ihren Enttubuli. Wichtig ist, dass wir es immer mit Vitamin K2 kombinieren, denn K2 transportiert das Kalzium dann aus dem Blut, wo wir es ja nicht haben wollen. Das würde ja dann à la longue zur Arteriosklerose führen, in den Knochen. Somit ist K2 auch beste Prophylaxe gegen Arteriosklerose. Und das haben nicht wir uns einfallen lassen, sondern da gibt es tausende von Studien, wurde aber auch in der Zahnmedizin entdeckt. Sehr schöne Studie von Schokrun, der das PRF entwickelt hat, das viele von ihnen benutzen, und Kuri ist in der Studie mit drin. Und haben auch in dieser Studie gezeigt, dass die, wenn D3 nieder ist und LDL zu hoch, dann ist das Risiko deutlich erhöht, dass die Implantateinheilung reduziert ist, beziehungsweise dass sich Knochenersatzmaterial infizieren kann. Darum überprüfen wir diese Werte. So, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz aufs 3D, dass wir noch mal die Achse anschauen können. Jetzt haben wir hier alles vorbereitet. Wir sehen, das ist einer der wenigen Fälle, wo man fast in der Achse der Wurzel reingehen kann, ein bisschen mehr palatinal. Ganz oft ist es ja so, dass die Wurzel vestibulär, sehr dicht vestibulär liegt und wir so 15 Grad etwa korrigieren müssen. In dem Fall ist es so, dass wir fast in die Richtung gehen können. Das heißt, ich korrigiere hier so 5 Grad ungefähr mit dem Rosenbohrer erstmal. Dann kommt der Pilotbohrer. Was wir hier sehen, unser Chirurgieset ist nach Knochenklassen aufgeteilt. Knochenklasse 4, 3, 2, 1. Eigentlich auch logisch, denn Sie würden ja zu Hause bei Metall, Hartholz und Balsaholz auch unterschiedliche Bohrer verwenden. Und wir verwenden eben auch unterschiedliche Bohrer für unterschiedliche Knochenklassen. Das heißt, bei weichen Knochen komprimieren wir. Knochenklasse 2, so wie wir es hier wahrscheinlich vorliegen haben. Sagen wir mal, der sicherste und einfachste Knochen, könnte auch sein, dass wir Knochenklasse 1 haben. Ja, das dürfte Knochenklasse 1 sein. So, wir werden ein 14 mm Implantat machen. Deswegen werden wir die Markierung 14 mm, das ist diese hier, die oberste, auf Knochenniveau, beziehungsweise diesen Ring, den wir hier sehen, der hat dann 17 mm und entspricht dem prothetischen Plateau des Implantates. Und wir gehen so ungefähr auf Papillenhöhe, wir wollen es ja nicht tief subgingival einsetzen. Das Formteil bitte kurz. Jawohl, setzen wir den Richtungsindikator ein und eben einmal die Schiene drauf. Wir sehen, okay, wir liegen perfekt. Wir können noch einen Hauch mesial, aber ansonsten in der Achse optimal. Und die schwierigste Knochenklasse aus meiner Sicht
ist die Knochenklasse 1, aus dem ganz einfachen Grund, weil es sich bei Knochenklasse 1 um mehr oder weniger toten Knochen handelt, in der Hinsicht, als dass der quasi nicht durchblutet ist. Und genau dort wird in der Regel kongruent aufbereitet, Gewinde geschnitten und das Implantat mit maximalem Knochenkontakt eingesetzt. Biologisch komplett falsch, sondern in dieser Knochenklasse muss der Knochen überextendiert aufbereitet werden, sodass zwischen dem Kern des Implantates, so ich gehe jetzt hier gleich schon mal auf Knochenklasse 1, vom kleinen Durchmesser, also vom 3,8er, und dann entscheiden wir, welches Implantat wir nehmen. Wahrscheinlich wird es ein 4,6er. Ich gehe jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Jetzt sieht man, das wäre der gleiche Implantatdurchmesser, aber für Knochenklasse 1, hat die rote Markierung. So. Könntest du dir gerade mal notieren, Carolina, dass wir für die nächste Live-OP eine komplett neue Chirurgiebox bekommen von STS? Das wäre eigentlich schön, wenn wir die neueste Variante hätten. Fällt mir gerade auf. So, um dort eben Stammzellenlakunen zu schaffen und neuen Knochen zu bekommen. Denn der schlechteste Knochen, den es gibt, ist transplantierter Knochen oder Knochenersatzmaterial. Der zweitschlechteste Knochen ist ortsständiger Knochen. Und der beste Knochen, den es gibt, ist Knochen, der neu wächst. Das ist ein altes biologisches Gesetz. Wissen wir vom Kallusknochen, wenn sich jemand einen Arm bricht und da bildet sich neuer Knochen. An der Stelle bricht es nie mehr wieder, weil dieser Knochen die höchste Qualität hat. Und genau diesen Knochen wollen wir generieren. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel auch beim Sinuslift komplett ohne Knochenersatzmaterial und generieren gewaltige Mengen an Knochen ohne Knochenersatzmaterial rein durch Ausnutzung der biologischen Gesetze. Das werde ich nachher in der Zwischenzeit Ihnen kurz demonstrieren. So, wir sehen jetzt also mit dem Countersink, what you see is what you get. Das heißt, an der Stelle wird das prothetische Plateau liegen auf Papillenhöhe. Wir sehen aber auch, dass wir dicht an den Nachbarzähnen sind. Also wechseln wir auf ein 4,6 x 14 ovales Implantat. Das heißt, es wird dann in der transversalen Richtung etwas schmäler sein und nur noch 4,6 mm haben, sodass wir genügend Platz zu den Nachbarzähnen bekommen. Okay, kann schon herrichten. 4,6 x 14. Semiholz, okay, gut. So, oval. Wichtig ist natürlich bei Keramikimplantaten noch mehr als bei Titan, dass wir perfekt reinigen. Da müssen alle Zystenanteile, alle entzündlichen Anteile, eventuelle Reste noch vom Zahn, was auch immer, perfekt entfernt werden, denn Keramik heilt komplett neutral ein, im Gegensatz zu Titan, das ja unter Ausschüttung von TNF-Alpha-Interleukin-1-Beta im Sinne einer chronischen Entzündung einheilt, dadurch auch besser einheilt in kompromittierten Knochen. Frage ist, ob man als Patient das haben möchte. Ich eher nicht. So, jetzt nehmen wir mal die dünne Spitze und gehen mal ganz nach unten rein. So, jetzt sehen wir sind vollständig perfekt in Knochen. Wir hatten auch gesehen, dass wir der letzte Bohrer war der Bohrer gewesen, dieser hier, Knochenklasse 1, also kommt von hier, das ist 4,6er Implantat, C heißt kompakter Bohrer, Knochenklasse 1,
heißt 4,3 mm, der hat 4,3 mm Durchmesser bei einem Implantatdurchmesser von 4,6. Jetzt könnt ihr ausrechnen, dass die Gewindetiefe ist 0,15. Das ist die perfekte Gewindetiefe für harten Knochen. Der Kern des Implantates ist allerdings 3,8. Das heißt, wir schaffen Hohlräume auf beiden Seiten des Implantatkernes von 3,8 zu 4,3, das heißt 0,25 mm auf beiden Seiten. Und genau da wächst eben neuer Knochen rein, sogenannter lamellärer Knochen, der Haber'sche Kanäle, Blutgefäße mit sich bringt. Und wir wissen aus den Studien von Mamoto et al., dass das einzige Kriterium, das darüber entscheidet, ob der Knochen in 20 Jahren noch gut ist, ist der, ob der Knochen noch durchblutet ist, ganz einfach. Und wenn ich neuen Knochen schaffe, der aktiv an mein Implantat ranwächst, ich würde das ja bei einer Sofortimplantation sowieso haben, dann habe ich eben Knochen, der Blutgefäße mitbringt. Ist mein Implantat in Kontakt zum Knochen, dann habe ich sogenanntes appositionelles Wachstum, das sehr langsam ist und minderwertigen Knochen, nämlich ohne Blutgefäße, ohne Haber'sche Kanäle bringt. Deswegen haben wir hier ein komplett anderes Bo-Protokoll. Ich tue jetzt gerade mit Ozon noch die Alveole desinfizieren. Und dann werden wir bereits das Implantat einsetzen. So, nebenher gucke ich mal eben auf meinen Plan hier, weil ich muss ja schauen, dass ich die Fragen, die Sie nachher beantworten müssen, auch dazwischen drin beantworte. Okay, gut, da haben wir schon einiges beantwortet. So, Implantat ist hier. Das sind eben eine Meinung, dass wir Zahnärzte uns viel mehr mit Biologie und Immunologie beschäftigen müssen, weil die Immunologie entscheidet darüber, ob Implantat einhält oder nicht. Und die Biologie entscheidet darüber, ob wir langfristig stabile Voraussetzungen schaffen für das Implantatlage. Wir sehen jetzt, dass das Implantat hier einen ovalen Kopf hat. So. Dann drehen wir das ein. Das Implantat wird Tissue Level eingesetzt, macht bei Keramikimplantaten macht gar nichts anderes Sinn. Wir haben auch mal dazwischen drin den Irrweg der Bone Level Implantate beschritten. 100% falsch, bei Keramik gibt keinen einzigen Vorteil. Hat mir auch noch niemand einen Vorteil nennen können von Bone Level bei Keramik. Macht alles nur schwerer und weniger biologisch. Und wenn ich meine, ich bin jetzt seit 26 Jahren Zahnarzt und habe vor meiner Keramik-Ära 12.000 Titan gesetzt. Damals mit Straumann Tissue Level gestartet. Wenn ich die Fälle heute anschaue, dann muss ich sagen, die sehen vom Knochen her alle noch perfekt aus. Aus meiner Sicht beste Titanimplantat aller Zeiten, Tissue Level, weil die Krone wurde auf dem Implantatrand zementiert. Das Besseres kann es nicht geben. Es war nur hässlich nach einiger Zeit, wenn der Rand rausgeguckt hat. Den Rand durfte man ja auch nicht bearbeiten, das Titan, um den Patienten nicht zu kontaminieren. Nachdem wir jetzt hier aber ein Implantat haben, das weiß ist und das wir auf Gingiva-Niveau präparieren dürfen und können, macht es keinen Sinn, unter die Gingiva zu gehen. So, man sieht, obwohl ich noch ein Klasse 1 aufbereitet habe, musste ich noch ein paar Mal zurück, um die
35 nicht zu überschreiten. Und wir sehen, ich setze das jetzt so ein, dass ich hier genau von den Approximal-Situationen her auf Tissue-Level bin. Vorne guckt es noch ein bisschen raus. So. Und wir sehen aber schon, dass die Papille wird, B1 bitte, wird gehalten von, gestützt von dem Implantat, von der Tulpe und später vom Provisorium. Und wir sind eben der Meinung, und das haben wir auch jetzt über viele Jahre bewiesen, dass wir nicht erst eine Extraktionsalveole verheilen lassen sollen, was heißt, Knochen und Weichgewebe schrumpft weg und dann bauen wir es eventuell wieder auf, sondern über Sofortimplantate. Und wir haben mittlerweile Techniken und Implantate entwickelt, sodass wir in 99% aller Situationen können wir Implantate einsetzen, auch im Bereich von oberen Molaren. Wo nahezu kein Knochen mehr da ist, werde ich nachher kurz einen Fall zeigen, zwischendrin. Und so, jetzt präparieren wir die Tulpe oder das Abutment wie einen natürlichen Zahn. Nochmal einen frischen Rotring-Diamanten bitte. Rotring-Diamant sollte komplett neu sein und ohne jeglichen Druck, maximale Wasserkühlung. Damit ist dann sichergestellt, dass die Keramik nicht geschädigt wird. Und die Implantate von SDS sind auch freigegeben zur Präparation. Jetzt legen wir hier einen schönen Rand an. Ich werde jetzt hier nicht subgingival gehen, damit wir noch die Chance haben, etwas Gingiva hochwachsen zu lassen. Und ich habe gerade gestern die Dissertation überreicht bekommen von einem jungen Zahnarzt, der mit uns vor 2 Jahren eine Studie gestartet hat, in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg, Professor Smets, wo er mich begleitet hat, 12 Tage lang, und alle Sofortimplantate dokumentiert. Es waren in 12 Tagen immerhin 112 Sofortimplantate. Da sieht man auch, wie viel wir machen. Mal die Bohrer geschwind herstellen. Ja, das sind wir. Gut. Da auch nochmal geschwind einen ganz neuen bitte geschwind herlegen. Den ganz großen, ja. Und da
der Großteil der Sofortimplantate war im Seitenzahnbereich. Und die meisten wurden auch sofort versorgt. Mit Langzeitprovisorien und das Ergebnis war fantastisch und wir haben gesehen, dass wir wurde verschiedene Parameter erhoben, unter anderem der Pink Aesthetic Score und das hat gezeigt, dass wir in der Regel sogar etwas Gingivade zugewinnen bei diesem Protokoll. So, haben wir eine Membran? Kannst du gerade schon mal die Kiste aufmachen? So, haben wir hier ein bisschen Blut abgenommen noch vorneweg und kommt das noch ein bisschen gemäß dem Protokoll von Chocron, ein bisschen Metronidazolpulver drauf. Dann schauen wir mal, wie viel der Palatinal reinpasst. Wegnehmen. So, einmal kräftig tupfen auf der Rückseite. Jawohl. Die Membran ist jetzt hier nicht kampfentscheidend, aber sie gibt uns natürlich Sicherheit im Hinblick auf das Provisorienmaterial, dass das hier nicht reinfließt. So, also auch einer der Gründe, weshalb wir das verwenden. Und Vorteil eben jetzt, gut, dass es nicht mehr blutet. So, dann brauche ich das Formteil mit der Inzisalmasse. Genau, da tun wir nur so. Gerade mal so drücken, so bleiben. Genau, so, super. So, jetzt haben wir hier noch ein zweites Formteil vorbereiten lassen. Da ist bereits schon Inzisalmasse vorne drin von Zahnlabor her. Ist gut, sauber. Gut, okay. Und wir verwenden dann hier Luxatemp. So, dann mal fest zusammenbeißen, warten noch, so bleiben. Moment, da hat sich irgendwo ein bisschen umgeknickt, habe ich das Gefühl, die Folie, oder? Ja, jetzt. So, ist schön. Gut. Jetzt fest zugebissen lassen, Schneide aushärten.
So, und das geht jetzt ins Labor dann gleich, wird ausgearbeitet von der Zahntechnikerin. Hier habe ich mir eine Probe hingelegt, um zu sehen, wie weit sich das Luxatemp befindet im Aushärteprozess. Und nächster Termin wird sein, Abformung, Krone einsetzen. Ja, deswegen nennen wir das Konzept auch Shortcut-Konzept, bitte öffnen, weil wir damit extrem viele Termine abkürzen. Und der Patient hat über die gesamte Dauer der Behandlung immer ein festes Provisorium im Mund, das fest eingesetzt wird. Ästhetisch kann der Patient sich am selben Tag sofort wieder voll im sozialen Umfeld bewegen. Keinerlei Einschränkungen. Und in so einer Situation, jetzt bei so einem kleinen Eingriff, wird es auch keine Schmerzen geben, keine Schwellung. Verständlicherweise. So. Jetzt habe ich, solange es noch ein bisschen weich war, die Überschüsse abgeschnitten. Dann eben mal zubeißen, bitte. Jetzt könnten wir kurz die Marina rufen und nochmal auf und klappern zwei, dreimal. Klapp, klapp, klapp. Mhm. Ja, ruhig zubeißen, genau. Ich habe die Folie da dazwischen und wieder auf. Mhm. So, jetzt tun wir gleich eben die Palatinalfläche ausarbeiten. Marina, du kannst da nebenher mal einen Blick drauf werfen, wie die Farbe jetzt rauskommt. Dass du dann da weißt, was du noch eventuell verändern möchtest. Und nochmal klapp, 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 zwei, dreimal und wieder auf. Jawohl. Nochmal zubeißen und zulassen. Okay, und wieder auf. Mhm. Ja, wir sehen hier, kann noch ein bisschen weg. Und nochmal klappern, zwei, dreimal. Klapp, klapp, klapp. Und wieder auf. Und zubeißen. Ja, jetzt sehen wir, jetzt haben wir genügend Platz. Wunderbar. Und wieder auf. Jetzt mal kurz noch ein bisschen. Mhm. Kannst du gerade mit dem Sauger reingehen? So drin bleiben. Mhm. So, okay, dann gebe ich dir das mit. So, wir spritzen immer noch ein bisschen Brokain außen ein. Brokain ist eins, wir sagen immer die drei heiligen Könige der biologischen Zahnheilkunde, das ist Vitamin D3, Vitamin C. Übrigens, Vitamin D3 wie Vitamin C auch. Blockiert die Osteoklasten, aktiviert die Osteoblasten, also fantastisches Vitamin für uns. Und Brokain ist sozusagen das Antidot, bringt sofort die Durchblutung wieder rein, macht einen Reset im Hypothalamus, stabilisiert die Zellmembran, hat Unlock-Effekt auf Killerzellen und so weiter. Ganz viele positive Eigenschaften. So, Sie dürfen dann gerade wieder schließen. Gut, jetzt haben wir ein paar Minuten Zeit. In der Zwischenzeit, wie versprochen, werde ich eine kurze als Pausenfüllung, bis das Provisorium soweit ist, eine kleine Präsentation machen,
eigentlich meine, mehr oder weniger meine Präsentation, die ich vor einer Woche, 10 Tagen in Antib auf dem Saifa-Kongress, der von Shokrun und Simon Pere organisiert wird, gehalten habe. Den habe ich jetzt auf Deutsch übersetzt. Die neueste Generation der Implantate, die wir entwickelt haben, nennen sich Bone Growing Implants. Das heißt, Implantate, die Knochen wachsen lassen. Hört sich natürlich toll an und impliziert auch schon, dass wir damit eben in der Lage sind, auf Knochenersatzmaterial zu verzichten. Das wollen wir auch. Und ich würde es mal so als zurück in die Zukunft bezeichnen, denn da kommen wir eigentlich auch her. Und ich gehe jetzt auf unser Sinusimplantat ein, externer Sinuslift ohne Ersatzmaterialien, nur mit PRF und Sinusimplantaten. Dann wollen wir mal schauen, was da so möglich ist. Wir wissen von Shokrun, systemische und lokale Bedingungen, was müssen wir tun, um guten Knochen zu schaffen und zu erhalten. Im Wesentlichen geht es heute sozusagen jetzt um Verbesserung der extratellulären Matrix und Erhalt der Durchblutung, habe ich schon angesprochen. Und dafür brauchen wir Abstandshalter. Wir müssen die Durchblutung erhalten und bestens sogar Abstand schaffen. Und dazu brauchen wir sogenannte stabile und nicht resorbierbare Spacemaker, also Abstandshalter. Wir verwenden das Zeltstange-Sonnenschirm-Prinzip, Tentpole Umbrella Technik, und arbeiten rein mit PRF-Matrix, mit dem Blutklott und Corticalis-Chips, also absolut biologisch. Denn die Frage ist ja die, wenn wir Sinuslift machen, wollten wir selber 2 CCM tote Kuh im Sinus haben, ich persönlich nicht. Ich würde auch nicht unbedingt ein resorbierbares Material im Sinus haben wollen, denn wenn da was schief geht, ich mache rund 200 Sinuslifts im Jahr, gestern auch wieder 2, dann ist es für ewig kompromittiert. Schauen wir mal 25 Jahre zurück, als ich angefangen habe mit Chirurgie. Da haben wir, das ist eine Veröffentlichung von Hämmerle et al. Aus dem Jahr 1998, da wurden solche Situationen gelöst mit der Zellstange. Man hat hier noch perforiert, müssen wir heute nicht mehr, weil wir wissen, dass die osteoinduktive Eigenschaft aus dem Periost kommt. Wir haben damals noch eine Membran drüber gelegt, machen wir heute auch nicht mehr, ist kontraproduktiv, weil es der neue Knochen ja aus dem Periost kommt, wir hier eine Barriere schaffen würden. Und siehe da, einige Monate später haben wir hier wunderschönen Knochen und auch diese Technik, sogenannte Memphix-System von Straumann damals, habe ich zigmal durchgeführt und tolle Ergebnisse erzielt und niemand wäre damals auf die Idee gekommen, Knochenersatzmaterial zu verwenden. Hier ein Fall, den ich in einer anderen Klinik operiert habe vor einigen Jahren. Das Spannende ist das, wenn man sieht, hier wie ich die Implantate platziert habe, nämlich nicht da, wo der Knochen war, sondern da, wo ich den Knochen gerne gehabt hätte. Das habe ich hier durch die rote Linie markiert. Dann sehen wir, dass einige der Implantate komplett im Freien standen, nur über die sehr aggressive Spitze des SDS-Implantates fixiert waren. Und ich hatte aber eine super schöne Attached Gingi, war fast schon lederartig, die dort am der Tulpenverbreiterung des Implantates sehr schön abdichtet. Und zirkulungsethisch das einzige bekannte Material weltweit derzeit, das in der Lage ist, sich mit der Gingiva zu verbinden. Titan schafft sich mit dem Knochen zu verbinden, nicht mit der Gingiva. Zirkulungsethisch kann sich mit beidem verbinden, hat auch Professor Kniehaar gezeigt, hat auch Oliva in Barcelona gezeigt und einige andere. Dieser Fall wurde dort in der Praxis nach nur 2,5 Monaten versorgt, was Sie hier erkennen können, dass die Gingiva noch nicht mehr ganz verheilt ist, weil der Patient es ein bisschen eilig hatte. Und wenn wir uns das dann anschauen, hier versorgt mit Imax-Kron, das spannende Bild ist eigentlich das, dass wir sehen, nach 2,5 Monaten bereits noch nicht ganz mineralisiert, aber vollständige Regeneration bis auf das Niveau, wo wir den Knochen haben wollen. Wir haben hier das Zellstange-Prinzip genutzt und Sonnenschirmprinzip und im Prinzip durch die breite Tulpe und Sonnenschirmprinzip auch durch die stabile Attached Gingiva. Schauen wir uns mal ein anderes Extrembeispiel an, hier ein Zahn 1,6, den wir, oder 2,6, den wir entfernt haben. Wir sehen eine riesige Zyste, praktisch keinen Knochen.
übrig, hier ein gewaltiger Defekt, wo wollen wir hier ein Implantat einsetzen? Wir haben dann in der Mitte des riesigen Defektes einen kleinen internen Sinuslift gemacht, einfach mit dem Summers Osteotom 2-3 mm hochgepanscht, das Implantat nur über die Spitze fixiert, es steht komplett im Freien und dann außenrum mit PRF natürlich versorgt. Und das ist jetzt eben auch nochmal was ganz Neues, was dem Zellstangen-Sonnenschirm-Prinzip entspricht. Die Idee kommt von Simon Pieri, genialer Chirurg aus Monte Carlo, und von Joseph Chocroun. Die beiden sind ja sehr gute Freunde. Chocroun hat das PRF erfunden. Und ich habe das dann designt, dieses sogenannte Disc Abutment. Das basiert so ein bisschen auf der Technik von Carcacci, der ja Querschnitte von extrahierten Zähnen wieder in die Alveole einsetzt und zeigt, dass das fantastisch funktioniert für die Regeneration. Und wir gehen quasi noch einen Schritt weiter und machen das standardisiert, beziehungsweise dieses, wie man sehen kann, dieses Abutment kann individualisiert werden. In der Zwischenzeit haben wir eine größere Form, sodass wir es perfekt an die Alveole angleichen können. Dann sehen wir, nach einigen Monaten haben wir hier eine perfekte Füllung der Alveole. Und das Disc Abutment liegt auf Gingiva-Niveau. Das entspricht dem Zellstangen-Sonnenschirm-Prinzip. Und ein weiteres Prinzip ist, was wir hier links unten sehen, das sogenannte Balkonimplantat. Da sehen wir, dass wir Sofortimplantate in untere Molaren, aber auch öfters obere Molaren im Bereich der palatinalen Alveolen, sogenannte Balkonimplantate, verwenden. Und wir sehen hier sehr schön links unten, dass der Balkon die zweite Alveole perfekt verschließt. Man kann es hier sehr schön sehen, postoperativ. Patient kommt 4 Monate später. So sieht es dann aus, versorgt. Und wir sehen von der Ästhetik her ein perfektes Ergebnis. Und hier ist jetzt eben genau das nicht passiert, was passiert, wenn wir es verheilen lassen, dass nämlich Hartgewebe und Weichgewebe wegschrumpft. Und das ist jetzt ein Patient, der hatte genau 2 Sitzungen, Extraktion, Implantation. Dann kam er 4 Monate später wieder, Abformung digital, und im Labor wurde innerhalb von 3 Stunden IMAX-Kronen hergestellt, eingesetzt. Sie wissen selber, dass das normalerweise vielleicht 6, 7, 8 Monate dauert, mindestens 4 Sitzungen mit sich bringen würde. Schauen wir weiter. Gucken wir uns kurz mal die Literatur an, und wir sehen, dass es eine ganze Reihe von Literatur gibt zum Thema, was passiert da im Sinus mit der Schneiderschen Membran. Und diese Gruppe hier, Palma, Marco, Oliveira, Lundgren, Sennerby und so weiter, haben viele Studien gemacht und geschaut, können wir auf Knochenersatzmaterial verzichten, indem wir resorbierbare Spacemaker einsetzen. Und was sie zeigen konnten, ist, dass die Schneidersche Membran nichts anderes als ein Periost, hat eine osteotentive Wirkung. Das heißt, wenn wir schaffen, die auf Abstand zu halten, wird sich Knochen bis unter die Schneidersche Membran entwickeln. Die Spacemaker war nicht ganz so erfolgreich. Grundsätzlich verzichte ich auf alles Resorbierbare, weil Resorption heißt chronische Entzündung, und genau das wollen wir dort ja nicht drin haben. Und Resorption wollen wir auch nicht drin haben, weil dafür brauchen wir Osteoklasten. Wir wollen ja Osteoblasten dort kultivieren. Da gibt es noch einige weitere Studien. Die ausschlaggebende für uns war die hier, dass die dann unten schreiben in grün: an ideal space-making device should be stable and elevate the membrane to ensure a maintained connection between the membrane and the secluded space. Das heißt, es hat dann zu der Entwicklung des sogenannten Sinusimplantates geführt. Das ist das ganz normale SDS-Implantat, zweiteilig, das aber an seiner Spitze einen möglichst breiten, ebenso, dass man es noch einführen kann, Disk aufweist, der dann natürlich Perforationsrisiko reduziert, die Schneidersche Membran unterstützt und gleichzeitig einen Hohlraum schafft. Wir sehen hier, das war mein allererster Fall, wir sind erstmal einprobiert, ob wir da überhaupt reinkommen, und haben gesehen, es funktioniert, wieder raus. Dann kommt immer erstmal eine Schicht PRF-Membran rein, die Schneidersche Membran verstärkt. Wir sammeln immer noch mit dem Safe Scraper Knochen im Fenstergebiet, weil es gibt Studien, die zeigen, kam jetzt auch bei dem SciFAC-Kongress sehr deutlich raus, dass es ganz wichtig ist, das Fenster, den Knochen dort
sehr stark auszudünnen, möglichst dünn zu machen, bevor man das Fenster herstellt. Und genau diese Corticalis-Chips, die verwenden wir, verschließen damit auch das Fenster. Und das ist die postoperative Situation, die wir dann auch hier nochmal sehen. Und die Situation dann 5 Monate später bei der finalen Versorgung. Wir sehen, wir hatten ca. 2-3 mm Restknochen und der Knochen geht bis oben hin. Das war der allererste Fall. Wir schauen uns noch einige weitere an. Hier eine Patientin, die mit Keramikimplantaten Alio Loco voroperiert wurde, irgendwann zu uns kam, weil es oben nicht weiter ging bzw. nicht fertiggestellt werden konnte. Wir haben dann hier nochmal mit Knochenaufbau im Frontzahnbereich weitere Implantate gesetzt und Sinusimplantate inseriert, 3 Stück. Was wir hier sehen, diese weißen Flächen oberhalb des Sinusimplantates, ist der Knochendeckel, den wir als Erweiterung des Sonnenschirmeffektes oben drüber legen, über den Disk. Das sehen wir nachher noch. Sie hat von uns sofort ein festes Provisorium erhalten, wie wir das praktisch immer hier bei uns in der Klinik durchführen. Und das ist die finale Versorgung. Einige Monate später, wir gucken uns das gleich dann noch genauer an, was wir auf jeden Fall aber auch sehen, ist, dass unser PC ein bisschen langsam ist, da ist er aber. Und hier im überall attached Gingiva, zumindest 1 mm um die Implantate außenrum, wunderschöne Weichgewebsverhältnisse, wie wir das von Keramikimplantaten her kennen. So, und jetzt schauen wir uns die Situation zum OP-Zeitpunkt an. Wir sehen wieder die Knochendeckel, die oben drüber liegen, 16.02. diesen Jahres. Und dann haben wir zwischendrin eine Aufnahme gemacht, weil wir neugierig waren, nach 4 Monaten. Und wir sehen, hier deutet sich schon an, dass wir extrem viel neuen Knochen haben. Und das ist jetzt eben nicht irgendein Knochenersatzmaterial, das ein Hindernis darstellt auf dem Weg des neuen lamellären Knochens mit Haverschen Kanälen, Blutgefäßen, sondern das ist ein 100% neuer, frischer Knochen, der dort eingewachsen ist. Die höchste Qualität, die man überhaupt haben kann in dem Sinus. Und so sieht es dann nochmal 4 Monate später aus, 23. Oktober, als ich dann die finalen Versorgungen eingesetzt habe. Absoluter Traum, würde ich sagen. Implantate bombenfest, wunderbar stabil. Ich habe noch ein paar weitere Fälle mitgebracht. Die Patientin kam so irgendwann zu uns mit einem riesen Emphysem links oben, verursacht durch was auch immer. Haben das alles sauber gemacht und hier sehen wir nochmal einen Teil der OP. Die beiden Implantate waren schon voroperiert, der Sinus war aber nicht, konnte nicht aufrechterhalten werden, da war das Knochenersatzmaterial komplett resorbiert, auch interessant. Wir haben dann ein Sinusimplantat eingesetzt und wir sehen, so kam die Patientin zu uns. So war es dann vor der Versorgung. Wir sehen auch hier perfekte gingivale Verhältnisse und das ist die Endsituation nach dem Einsetzen, die prothetische. Und wir sehen auch hier Knochen bis über den Disk neu entwickelt. So, ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn unser PC ein bisschen langsam wird, aber vielleicht hält er durch. Und das war dann die finale Versorgung bei der Patientin. Ich habe nochmal einen Fall mitgebracht, den haben wir letzte Woche weiter versorgt. War eine Patientin mit extrem wenig Restknochen, links oben nur 1 mm. Die Kieferhöhlen waren extrem flach und das ist eigentlich die schlechteste Voraussetzung, weil wir es quasi kaum schaffen, die Spannung wegzunehmen, beziehungsweise ich musste komplett um den Tuber außenrum liften, weit nach Mesial liften, extrem weit nach Palatinal liften, um einigermaßen das wegzubekommen. Dritter Quadrant wurde voroperiert in USA, die anderen stammen alle von mir. Und ich hatte eigentlich hier schwere Bedenken, ob das funktionieren würde, aber es war klar, dass wir es ohne Knochenersatzmaterial machen wollen. Die Patientin hat mir dann im Oktober eine Röntgenaufnahme zugeschickt und da sehen wir hier von 0 auf 100 sozusagen neuer Knochen da. Auch hier war bei 1 mm Restknochen gewesen, wir sehen Knochen sogar über die Implantate drüber. Und wir haben letzten Freitag haben wir Langzeitprovisorien draufgesetzt. Hier ein Fall, den wir letzte Woche operiert haben. So kam die Patientin zu uns mit Wurzelresorption und Fremdkörpern und frei in Situationen. Wir haben dann hier eine ganze Reihe von Implantaten inseriert. Wir sehen auch hier wieder sehr dichten Bereich oberhalb des Diskus, des Sinusimplantates, das ist der Knochendeckel.
Und in Regio 1.6 oder 1.5, je nachdem, haben wir ein Balkonimplantat inseriert. Wir haben unten die Implantate mit apikalen Matratzennähten versorgt. Die Attached Gingiva um die Implantate verlagert, um die zu erhalten. Das geht natürlich nur, wenn ich eine entsprechend hohe Tulpe habe. Und im Frontzahnbereich sah das so aus. Und dann anschließend mit einem wunderschönen Provisorium, das auch hier von unserer Zahntechnikerin hergestellt wurde. Und wir sehen, wir legen den Rand dorthin, wo wir die Gingiva gerne haben würden, nicht dort, wo sie aktuell ist. Und die Studie hat ja gezeigt mit Smets und Uni Hamburg und Leo Neuhöfer, dem Doktoranden, dass durchaus dieses Protokoll in der Lage ist, neue Gingiva wachsen zu lassen. Hier sehen wir nochmal den Film dazu. Und wir sehen, hier wird bereits eine Lage, okay, das ist dann doch ein bisschen mehr, so 30er Jahre jetzt von der Abfolge her. Sollte eigentlich ein Film sein. Und wir sehen hier, ich lege den Knochendeckel unten unter den Diskus, fülle dann die Hohlräume nochmal mit Membranen, verschließe das Knochenfenster anschließend mit den Corticalis-Chips aus dem Safe-Scraper, lege dort nochmal ein, zwei Membranen drüber. Schneller, einfacher, sicherer kann es nicht mehr gehen. Würde hier etwas schief gehen, was passiert dann? Gar nichts. Wir haben mindestens eine Restitutio, insofern als dass die Schleimhaut nicht schlechter ist, sondern eher besser ist, geht mit Knochenersatzmaterial, was schief ist, für alle Zeiten kompromittiert und es wird nie mehr wieder so werden wie vorher. Hier ein Fall, der in einer anderen Klinik voroperiert wurde, nicht ganz glücklich, wie wir sehen können, auch mit Keramik. Die wurzelbehandelten Zähne waren drin gelassen und wir sehen hier im vierten Quadranten, die Gingiva komplett vernichtet. Die Implantate auch in komplett falsche Positionen inseriert, steht hier in der Mitte, in der Mittellinie, die wir eigentlich nicht verblocken wollen nachher, weil dort die Symphyse durchläuft. Hier sehen wir keine Chance, dass da irgendwie was von der Gingiva sich nochmal erholen könnte. Der Patient kam dann 2 Wochen später zu uns, weil er schon dachte, da läuft was schief. Wir haben die wurzelbehandelten Zähne raus, haben gesehen, die Implantate waren sogar in die Zysten inseriert. Das war nicht ganz einfach, dann hier symmetrisch in die Drei-Loch-Situation dann 2 Implantate in die Wände sozusagen zu inserieren. Aber mit der Form, dem sehr spitzen, aggressiven Gewinde, hat es dann doch funktioniert. Wir haben die Hohlräume mit PRF aufgefüllt, alles schön vernäht, festes Provisorium drauf gemacht, Patienten nach Hause entlassen und das war vorher, das war anschließend. Wir sehen, jetzt haben wir eine symmetrische Situation aufgebaut. Das Implantat 3.6 ist deswegen so kurz, weil dort der Nerv nochmal sich in einer Schleife zurückbewegt hat. Das haben wir zum Glück gesehen auf dem 3D. Und wir sehen hier, einige Monate später kam der Patient wieder, alle Implantate perfekt eingeheilt. Und auch dort, wo es ja eigentlich von der Gingiva her komplett versaut war, haben wir wieder super schöne Attached Gingiva. Wir haben dann bei dem Termin im Oberkiefer inseriert. Da war quasi null Restknochen mehr vorhanden. Wir haben vom Einser an überall intern liften müssen. Da haben wir uns natürlich nicht getraut, ein festes Provisorium drauf zu machen, sondern alles zweiteilig gelöst. Aber auch hier sehen wir extrem wenig Restknochen und trotzdem die Sinusimplantate inseriert, weil ich brauche natürlich für diese Technik brauche ich die Zellstange. Wir sehen hier nochmal oder können erahnen, wie wenig Knochen da ist. Wir sehen aber auch, dass wir hier so stark geliftet hatten, dass keinerlei Spannung auf dem Implantat drauf war. Denn sobald wir hier Spannung haben, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Kriterien für einen Erfolg, dann haben wir expulsive Kräfte, das heißt, die Schneidersche Membran will das Implantat rausdrücken. Eine permanente kieferorthopädische Kraft in gewisser Weise. Auf der linken Seite hatten wir sogar, sieht man hier, relativ viel Pus drin, den wir entfernen mussten. Trotzdem implantiert, das ist auch schon wieder 2 Monate her, gab keine Komplikationen, würde ich mich nicht getrauen, in so eine kompromittierte Situation Knochenersatzmaterial einzusetzen. Solange ich aber nur mit neutralen biologischen Materialien arbeite, funktioniert das. Ich gehe noch mal ganz kurz durchs Protokoll durch. Wir bereiten das Immunsystem vor, D3, LDL. Wir geben natürlich Single Shots IV von Sobelin oder Augmentin. Dexamethason, da meistens diese
Patienten eine Nebenniereninsuffizienz haben. Wir machen Kieferkammschnitt mit Zahnfleischrandschnitt, noch ein, zwei Nachbarzähne mit oder über den Tuber. Auf gar keinen Fall machen wir eine vertikale Inzision, das gibt es bei uns gar nie. Wir machen auch keine Periostschlitzung, sondern machen dann die sogenannte Soft-Brushing-Technik nach Simon Pieri, bei der das Periost, ohne es zu schlitzen, bis zu 1,5 cm gedehnt werden kann. Das zeigen wir hier auch bei uns in unseren Kursen immer wieder. Das ist absolut sensationelle Technik. Dann dünnen wir den vestibulären Knochen im Fensterareal aus mit einem Safe Scraper, gewinnen damit viele Corticalis-Chips, nehmen dann Piezo-Surgery, machen ein schönes Fenster, lösen das ab, legen das ins Exudat vom PRF, ist was wir da brauchen, liften die Schneidersche Membran so stark wie irgendwie möglich, um einen möglichst großen Hohlraum zu generieren, der keinerlei Spannung auf das Implantat ausübt. Und legen dann erstmal auf die Schneidersche Membran eine PRF-Membran drüber. Dann wird das Sinusimplantat inseriert. Dann wird der Knochendeckel über den Diskus gelegt, um diese Schattenwirkung nochmal zu vergrößern. Und der Hohlraum wird dann mit weiteren APF-Membranen und kortikalen Knochenchips aus dem Safe Scraper gefüllt und anschließend verschlossen mit kortikalen Knochenchips. Ja, jetzt sehe ich, da geht es hier. Hat sich ein bisschen was verschoben. Darüber kommen nochmal PF-Membranen, apikale Matratzennähte. Wenn ich dann die Lippe bewege, dürfen keinerlei Spannungen auf dem im Papillenbereich vorliegen. Deswegen die apikale Matratzennähte. Wir wissen von Simon Pieri, dass sich ab dem Punkt, wo ich die Bewegung stoppe durch die apikale Matratzennaht, bildet sich Attached Gingiva. Oben drüber kommen dann Einzelknopfnähte und das war's. Das war es soweit. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, kommen Sie zu uns mal in unser Fortbildungszentrum. Da haben wir auch heute über 30 Kollegen, die heute Morgen, übermorgen bei uns Fortbildung besuchen. Damit gehe ich jetzt wieder zurück zu unserer Patientin. Mittlerweile ist das Prosom, glaube ich, fertig. Gell? Okay. Fragen aus dem Chat liegen auch schon da. Die werde ich dann anschließend dazwischendrin beantworten. So, jetzt haben wir die Zeit, denke ich, ganz gut genützt. Das Prinzip, nachdem wir uns, wie gesagt, hier bewegen, ist, wir wollen voraussagbar arbeiten. Wir haben gesehen, die letzten Jahre, dass wenn LDL und 3D3 stimmt, dann haben wir keinerlei Infektionen, keinerlei Komplikationen, verlieren keinerlei Implantate. Wenn wir mal eine Komplikation haben, eine Infektion oder ein Implantat verlieren, dann immer nur dann, wenn D3 oder LDL oder beide im Argen waren. Ganz klar gibt es eine gewisse Grauzone, wo eventuell einer oder mehrere der Werte nicht stimmen und trotzdem funktioniert es. Aber wir wollen uns ja nicht in dieser Grauzone bewegen, die vielleicht dann maximal, mach dir mir noch kurz Licht an meiner Lupe, die vielleicht maximal 95 oder 96% Erfolg generieren können, sondern wir wollen ja uns im Bereich 98-99% bewegen, was wir hier auch schaffen, dokumentiert um die 99%. Und wenn man bedenkt, dass wir zu ungefähr 90-95% Sofortimplantate machen und zu ca. 85% Sofortversorgung, dann denke ich, ist das eine sehr gute Erfolgsquote. Ich erwarte jetzt nicht, dass Sie mir das glauben. Deswegen machen wir ja einmal im Monat eine Woche lang die Hospitationen, die jeder Kollege kostenlos teilnehmen kann. Ich lege jetzt hier noch Retentionen an. Und dann einerseits die Eingriffe sieht und andererseits am Prothetiktag, am Mittwoch, kommen die Patienten. Die habe ich zwischendrin nicht mehr gesehen, weil 70% unserer Patienten kommen aus den USA. 90% kommen von weit her, das heißt, ich sehe die erst wieder, kann man das schon bonden, wenn
Zur Prothetik muss mich deswegen eben darauf verlassen können, dass alles funktioniert. Und wie gesagt, da ist jeder herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen, sich das anzuschauen. Um zu sehen, ob das stimmt, was ich da erzähle. So, jetzt werden die Nachbarzähne angeätzt. Wir wollen immer eine Dreifachabstützung haben. Das heißt, sobald ich drei oder mehr Implantate in Serie habe, dann muss ich die natürlich nicht verkleben, dann kann ich die direkt mit einem Provisorium versorgen. Wenn ich zwei Implantate habe, dann verklebe ich es an einen Nachbarzahn, habe ich ein Implantat, so wie hier verklebe ich es an beide Nachbarzähne. Funktioniert absolut reproduzierbar, muss nur gucken, dass man wirklich sehr, sehr sauber arbeitet. Haben wir hier Nachbarzähne mit Keramikkronen, müssen wir die eben auch ein bisschen aufrauen mit einem Rotringdiamanten. Ich halte es gerade von Hand. Und dann bereite gerade mal schön so ein Dings vor, so einen Tupfer mit einer Delle drin. Ja. Und dann mit Flusssäure 2 Minuten anätzen, Silan bonden. So. Ein bisschen weggehen, ja. Okay. Gut, warte schön. Gut, dann aushärten. Die Watterolle übernehmen. So. Gut, okay, kann starten. So, den setzen wir hier so drauf. Haben wir vorhin die Watterolle ein bisschen unten eingedellt. Ich nehme hier schon mal das LZP in die Hand, das die Assistenz mittlerweile schon mit Bonding versehen hat, verblasen und ausgehärtet. Fülle hier diesen Schwalbenschwanz, wie wir das nennen, also einfach diese unter sich gehende Stelle mit Flow. So. Leichtem Überschuss. Dann kommt hier Ketak rein. Gut. So, ich drücke hier richtig fest, damit möglichst wenig Überschuss Zement ist. Dann warte ich 5 Sekunden und dann fangen wir an auszuhärten. 5 Sekunden deswegen, damit wir keine Spannung einzementieren. Zieh mal gerade das raus und leg mir da die Fragen hin oder liegen da schon. Was können Sie einem Einsteiger bei der Sofortimplantation raten? Wo sehen Sie die zwei wichtigsten Hauptunterschiede gegenüber dem verzögerten Implantieren? Ja, also ich denke, wichtig ist einfach, ich würde einem Einsteiger empfehlen, einfach mal 1-2 Wochen zur Hospitation zu kommen, weil ich denke, wenn man etwas oft gesehen hat, dann fällt es einem nachher, dann kann man einfach auf Erfahrungswerte zurückgreifen und man weiß ja, dass man Erfahrungswerte muss man nicht selber gemacht haben, sondern man kann ja auch durch Beobachten gewinnen und man einfach zumindest passiv die OP schon einige Male gemacht hat und man bekommt dann hier bei uns ein ganz klares, sauberes Protokoll. Also mit zum Beispiel hier gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten und man sieht so kleine Tricks, wie zum Beispiel das gerade vorhin mit der Watterolle. Man sieht, aha, super, das funktioniert ja prima, damit kriege ich das schön trocken. Für solche Dinge macht es Sinn, hier vorbeizukommen
Und der wesentliche Unterschied ist ganz einfach der, dass wir, also der wichtigste Unterschied ist einfach der, dass wir die Biologie ausnützen, denn wenn wir einen Zahn extrahieren, perfekt sauber machen, dann ist das gesamte System ist auf Knochenbildung aus. Das ist einfach die höchste Aktivität der Knochenneubildung. Welchen Sinn soll das machen, da 6 Wochen zu warten oder 3 Monate oder 6 Monate und die gesamte Knochenbildungsaktivität ist wieder weg? Und dann wollen wir es wieder neu aktivieren. Wir sagen, genau zum Zeitpunkt der Extraktion muss das Implantat rein. Ruhig noch schön dran lassen. Denn genau dort bildet sich E-Knochen und dann kann ich ja diese Aktivität nutzen, dass dieser Knochen dann auch gleich an mein Implantat ranwächst. Beim Sofortimplantat haben wir auch meistens einen gewissen Spalt im Corticalis-Bereich und genau das ist eine tolle Sache, denn da wächst dann aktiv Knochen ans Implantat ran. Denn eine der häufigsten Komplikationen ist die, dass zu viel Kompression auf die Kompakta gebracht wird, die eh schon schlecht durchblutet ist und dann dort Resorptionen entstehen. Druck erzeugt Resorption. Das ist wieder Marmotos Law oder sehen wir auch bei alten Menschen, die im Bett liegen, Dekubitus. Und wenn wir deswegen gehen immer mehr Implanteure dazu über, im Kompaktarbereich eine Nummer größer aufzubereiten. Das heißt, sie stellen ganz bewusst dort einen Spalt her, um dort neuen lamellären Knochen, also die nutzen eigentlich genau das Prinzip, das wir von morgens bis abends benutzen, auch für unser Sinusimplantat, auch durch unser knochenabhängiges Bohrprotokoll, um dort neuen Knochen zu generieren. Lamellärer Knochen, der eben die Blutgefäße mitbringt. Und das ist biologisch ein gewaltiger Vorteil, der sich mit einer Spätimplantation gar nicht vergleichen lässt. Zweitens haben wir eine viel bessere Ästhetik, weil nicht erst mal das Hart- und Weichgewebe wegschrumpft, weil wir wissen, die Papille ist einfach weg. Und ich habe früher so viele Probleme gehabt mit Patienten, die unzufrieden waren bei einer Spätimplantation im molaren Bereich, weil einfach der Querschnitt der Krone dazu geführt hat, dass sie immer wieder Speisereste drin hatten, Essensreste. Und wir haben es ja vorhin gesehen bei dem Balkonimplantat, dass wir hier eine perfekte Erhalt der interdentalen Papillen erzielen. Und last but not least ist es so, dass wir so, da muss noch ein bisschen was rein. Das heißt, jetzt im Sauger mal Käppchen runternehmen und dann hier genau diesen das so halten, bitte. Und dann gucken, dass wir das hier so alles wegsaugen. So, ja, das sehen wir, da muss aus, war ein bisschen zu viel Ketak im Provisorium, deswegen hier nochmal ein bisschen nachlegen. So, lassen wir mal hier schön reinfließen. Ganz dünne Sonde. Ja. Und dann kommt natürlich noch der Faktor dazu, dass die
Patienten extrem viel Zeit sparen. Und gerade wenn Patienten von weiter her kommen, sind die uns extrem dankbar. Wir sparen auch extrem Zeit, weil wenn der Patient für eine Versorgung von einem Extraktion unter Molar nur 2 Sitzungen hat bis zur finalen Krone, können wir uns vorstellen, was wir dann Zeit sparen. Auch hier, das wird einwandfrei einheilen bei der Patientin, da wird es keine Komplikationen geben, würde ich hier extrahieren, ihr eine kleine Interimsprothese machen, dann steht die Patientin sicher 5-mal auf der Matte mit Druckstelle, Klammer abgebrochen, Zahn abgebrochen, was auch immer. Wird auch nicht glücklich sein mit der Lösung. Und ich will eigentlich in jeder Situation den Ball immer sofort ins Tor bekommen. Und das ist hier einfach vorhersagbar zu erreichen. Wollen wir noch kurz ein bisschen polieren, die ganze Situation, aber wir sehen schon, es sieht also mal auf keinen Fall schlechter aus als vorher. Wir werden nachher noch mal kurz das Bild aufrufen, wie es vorher ausgesehen hat. Wobei ich da mir relativ sicher bin, dass das jetzt bereits noch mal besser aussieht. So, jetzt überprüfen wir natürlich noch mal die Okklusion. Dann gerade noch mal klappern, 2-3 Mal. Klapp, klapp, klapp und wieder auf. Ja, und zubeißen. Mal nach rechts rüberschieben. Andere Seite. Und nochmal zubeißen. Nach vorne schieben. Nochmal auf. Zubeißen. Nach vorne schieben. Und wieder auf. Okay. Ja, nochmal zubeißen, nach vorne schieben und wieder auf. Okay. Und nochmal zubeißen, nach vorne schieben und auf. Jawohl. So, sehen wir, jetzt haben wir die Protrusion dann ziemlich gut weg. Jetzt wollen wir noch ein bisschen die Mittellinie simulieren, damit es ästhetisch gut aussieht. Genau, die Assistenz stellt es gerade schon so ein, symmetrisch. Das machen wir immer, weil dann fällt es mir ein bisschen leichter zu sehen. So, okay, würdest du gerade nochmal das alte Bild aufrufen auf dem PC im Hintergrund, dann können wir nochmal eben das anschauen. Und hier gehen wir nochmal genau senkrecht drauf und würden das dann, denke ich, hier einfrieren. Sollte genau das Bild vorher groß machen, das linke untere, das da groß machen. Ja. Und das hier einfrieren. Das einfrieren. So, okay, jetzt haben wir das hier eingefroren. Und Sie dürfen wieder schließen gerne, danke. Und wir sehen jetzt hier, ich denke, das kann sich durchaus sehen lassen. Ich würde sogar behaupten, dass es besser aussieht als vorher. Und damit können wir dann ja schon ganz zufrieden sein. Gut. Vielen Dank erstmal Ihnen, gell, für die Geduld, waren super lieb und brav und vielen Dank der Assistenz und ich werde jetzt noch ganz kurz die Fragen beantworten. In der Zwischenzeit werden die
damit Ihnen dann schon die Kontrollaufnahme machen. Gell? Okay, dann fahren wir Sie mal hoch und ich kümmere mich ja noch um die Fragen. So, da ist noch eine zweite Frage. Die neuen Implantate für das spezielle Knochenwachstum sehen sehr spannend aus. Inwieweit unterscheiden sich diese von den normalen Implantaten beim Inserieren? Man kann sich natürlich vorstellen, der Diskus ist so breit wie irgendwie möglich und deswegen funktioniert das natürlich nur bei wenig Restknochen, wo wir auf die Breite von dem Countersink vergrößern. Also es gibt so ein paar Dinge zu beachten, ein ganz glasklares Protokoll, welche Bohren, welche Reihenfolge, und das zeigen wir in unseren Kursen. Und das sollte man sich, beziehungsweise ist auch die Voraussetzung, die Implantate anwenden zu können. Es sind noch einige weitere Implantate schon im Test sozusagen, die wir entwickelt haben. Das sogenannte Disc-Implantat, das ist ein Implantat für vertikales Knochenwachstum. Das wird ein Implantat sein, das Ringe hat im oberen Anteil, wo kein Knochen ist, und dann nochmal so ein sogenanntes Disc-Abutment oben drauf kommt. Und damit können wir dann quasi so ein bisschen wie Knochenringtechnik ohne Knochenring Knochen auch vertikal wachsen lassen. Vorteil eben auch wieder hier: Unser Konzept geht immer in die Richtung, wir wollen verzichten auf Ersatzmaterialien, wir wollen verzichten auf eine zweite Sitzung, wir wollen verzichten auf Metalle. Das heißt, das schaffe ich natürlich alles auch beispielsweise mit dem Chocron Fast System, wo ich, oder wie früher mit Memphix, wo ich Zellstangen inseriere aus Titan und irgendwelche Lochplatten. Die müssen aber wieder raus. Ich habe zwischendrin Metall drin und die Patienten mit Keramik wollen natürlich gern komplett metallfrei sein. Deswegen haben wir diese Implantate entwickelt, bei denen wir in der Regel, bei denen wir in der Regel nur eine Sitzung haben und demzufolge nicht nur mal irgendwas entfernen müssen. Wir sparen natürlich auch Kosten, wenn wir keine zusätzlichen Schrauben, Platten oder Knochenersatzmaterialien einbringen müssen, sondern wenn diese Abstandshalter bereits schon ans Implantat angebaut sind und dann dort verbleiben. So, das war, wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, wovon ich ausgehe, sonst wären die wahrscheinlich hier schon eingetrudelt, dann wären wir soweit am Ende. Der nächste Livestream wird sein am 15. Dezember, wieder um 9.15 Uhr, pünktlich Swiss Time. Und ich freue mich, möglichst viele von Ihnen da wieder zu sehen, und wünsche allen ein schönes Wochenende und allen anderen, die jetzt hier bei uns nebenan im Kurs sind, ein spannendes Wochenende. Und dann gebe ich wieder zurück an die Regie. Danke.